Hallo YouTube, ich bin's wieder, euer Don Franke 1300. Und ja, wir sind wieder zurück zu Let's Play Star Wolves. Das ist jetzt natürlich nicht gespeichert. So, auf was sehen wir denn unsere Punkte? Ach nee, es hat gespeichert. Hier. Unseren Flügelmann haben wir ja. So viele Schiffe. Systeme. Machen wir erstmal hier die Wiedergutmachung. Weil das wird gleich noch ein schönes Ding werden. Der, den wir suchen, hat ein Treffen an der Quiet Berth Stationsbar vereinbart. Start abgeschlossen. Viele Kaschemmel. Hier lauern immer Piraten. Seien Sie auf alles gefasst. Wir warten auf Anweisungen. Feind in Reichweite. Ziel erfasst. Da. Vorsicht, wir werden von Piraten angegriffen. Scheinen Anfänger zu sein. Die erledigen wir mit links. Allerdings. Wir warten auf Anweisungen. Bereit. Rettungskapsel, Rettungskapsel, Rettungskapsel. Jetzt, jetzt. Das war's. Bei diesem Händler ist nichts mehr zu holen. Wir brauchen ihn nicht mehr. Wir warten auf Anweisungen. Ich bin noch nicht bei Rakete oder so irgendwas geladen und jagen mir halt meine Excalibur in die Luft. Manöver abgeschlossen. Start abgeschlossen. Bin im Zielanflug. So, jetzt hat aber hallo. Wir warten auf Anweisungen. Und weiter geht's. Tja, die haben den natürlich schön platt gemacht. Zerstörte Station. Station Quiet Berth. Hier ist Star Wolves. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Antworten Sie, Station Quiet Berth. Und los geht's. Controller. Ist da verstanden. Jemand? Was? Hier ist der Verkehrsoffizier der Station. Hey, Sie sind nicht die Patrouille. Wer sind Sie? Die Station ist geschlossen. Für immer. Verstanden. Suchen Sie sich eine andere Haltestelle. Ein Typ namens Heretic wollte sich hier mit uns treffen. Ah ja, Heretic. Der schwirrt hier rum. Ich stell sie durch. Hallo, Corsair. Schreckenhalle-Händler. Wer ist bei Ihnen? Verdammt. Sie sind das? Unser gestohlenes Schiff und unser verletzten Stolz. Wie es aussieht, habe ich keine andere Möglichkeit. Ein alter Freund von mir, ein Schrotthändler, hat ihr Raumschiff. Es ist nicht weit von hier. Ich führe sie hin. Bestätige. Folgen Sie mir. Maul halten. Ich flieg selber. Alles klar. Und los geht's. Hallo Jungs. Ich spreche im Namen und des Black Shark Clans. Sie noch ein Stück weiter. Mir nach. Feindkontakt. Angriffsmodus bestätigt. Eine Headshot. Die kriegen wir. Das war's. Bereit. Wer will als nächstes sterben? Ziel vier erfasst. Drei Brigands und eine Headshot. Black Shark lässt grüßen. Wirklich? Dann wollen wir mal loslegen. Wir warten auf Anweisungen. Jetzt einfach Tipp machen, einfach reinfliegen mit dem Mutterschiff. Das wäre schon. Und los geht's. Und los geht's. Immer das Zentrum des Kampfes suchen mit dem Ding. Ziel erfasst. Und los geht's. 200 Credits wurden auf ihr Konto transferiert. Die sind so weit oben gebasht. Bestätige. Nur, dass das Schiff nie getroffen hat. Oh, hat sogar 80 Lebenspunkte verloren. Na toll.
Mhm. So. Jetzt hat Hallo Bertiger. Schiff. Erinnern Sie sich noch an Verstanden. Das Kampfschiff, das ich letzte Woche hier gelassen habe? Ich hoffe, Sie haben es noch nicht verscheuert, oder? Ich brauche es dringend. Gibt's Probleme? Damit will ich nichts zu tun haben. Das Schiff ist an einem sicheren Ort in den Wolken, wo sie meistens illegale Waren verstecken. Perfekt. Gehen wir. Auf geht's. Die holen uns unser Schiff zurück. Ein guter Fang heute. Dieses Kampfschiff ist fast neu. Bringen Sie den Anhänger her, wir laden es auf. Was? Wer ist es? Nein, ihr Bastarde. Wie konntet ihr nur? Waffensysteme bereit. Jetzt machen wir mal. Mhm. Okay, der sieht. Bin im Zielanflug. Jetzt. Oder wer fliegt das? Oh ja, das Piratenmuschel müssen wir sofort vernichten. Lassen Sie sie nicht entkommen. Wir warten auf Anweisungen. Gott, wie dumm ist denn das Piratenmutterschiff? Und dann soll ein Pirat gammeln. Jungs, tut mir echt leid, was passiert ist. Ich wollte Ihr Schiff nicht stehlen. Das ist nicht mein Fachgebiet, sozusagen. Es ist einfach passiert. Was ist Ihr Fachgebiet? Die Sache ist die. Ich bin kein kleiner Betrüger oder ein Pirat, wie Sie vielleicht denken. Geld interessiert mich nicht. Oder vielmehr, nicht nur Geld. Technologie regiert die Welt. Konzerne kontrollieren die Technologie. Um an der Spitze mitzumischen, muss ein Mann etwas finden, das die Konzerne noch nicht entdeckt haben. Sie haben doch bestimmt die Imperium-Rundschau gelesen. Nö. Wissenschaftler von Inoko untersuchen seltsame Funde, Artefakte, die, wie sie glauben, von der alten Rasse der Precursor stammen. Unter vielen nutzlosen Dingen fanden sie ein Gerät, das wie ein Kartograph aussieht. Ich habe mich in ihr Labor geschlichen und einige Dechiffriernotizen sowie den Bericht gestohlen. Demnach enthält dieser Kartograph Koordinaten der Stelle, wo der Precursor-Tunnel beginnt. Ich glaube, am anderen Ende gibt es viele interessante Dinge zu entdecken. Leider hat mich das Sicherheitssystem des Konzerns entdeckt. Darum muss ich... Ich weiß, wo sich der Eingang zum Tunnel der Precursor befindet. Dort könnten wir alte Artefakte finden, die ein Vermögen wert sind. Ich glaube, das macht den Verlust eines Kampfschiffes wett. Okay, ja. Nehmen wir mal mit. Wir können immer ein bisschen Kampfschiff gebrauchen. Hier gibt es Bestätige. Nichts zu tun. Angriffsmodus bestätigt. Feind zerstört. Bereit. Feind zerstört. Bestätige. So, damit haben wir leider schon diese kleine Mission vollendet. Natürlich kein Kampfschiff dabei. Arschkopf. Aber jetzt haben wir ja Zugang zum Schwarzmarkt gleich. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Denn wie wir vorhin gelernt haben, wie wir beim letzten Mal gelernt haben, Schwarzmarkt ist immer gut, weil es da immer die geilsten Waren gibt. Wer will als nächstes sterben? Mhm. Der Pirat da. Mit seiner Gammelnaginata. Sollen sie in der Hölle schmoren? Junge, wer hockt da drin? Wie kann ein verfickter Rekrut so viel Schaden raushauen? Hat überhaupt Raketenabwehrsystem im Schiff? Das können wir jetzt echt erwähnen. Okay, der muss gute Raketen verwenden. Andockmanöver abgeschlossen. Start abgeschlossen. Ich bin hier. Ich bin hier. Und die Gadget haben wir dann ich gleich. Ich bin hier. Mhm. Angriff. Kommt schon, Mädels. Hopp, 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 hopp. Der wäre erledigt. Bereit. Messkin 2.
Ah, wir haben uns ja doch schon hier ein bisschen was angesammelt. Ein bisschen was. Das ist hier eine Menge Geld wert. Mit der Gesamtmission. So, hopp, 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 hopp. Gott, ist das scheiße hier. Los, raus hier. So lange warten, bis es mal weitergeht. Jetzt haben wir noch 10 Punkte. Ah ja, Reparaturmechanik. Dann gehen wir kurz an. Boah, ja. Was bleibt einem anders übrig als Mod Elektronik und Schwarzmarkt? Ja, fähiger Schütze ist immer gut. Was kannst du hier? Und jetzt hier eine Stonecrow. Gleiches Kampfschiff der zweiten Generation, Mädels. Jetzt schon. Oder hier. Raketenabwehr der dritten Generation. Denn das sind wir hier im höchstens mittlerweile nur den Mistral den ersten Generationen kaufen können. Aber hier 1600 für eine Rakete. Eine. Hier, den Rotz können wir auf jeden Fall mal verkaufen. Aber Singa, hör auf immer on und on zu gehen und hör auf den Spiel zu wechseln. Es fühlt sich schon die Golf. Vorhin MW2, jetzt Black Ops 2, Zombie-Modus. Ja, muss ich vielleicht auch mal wieder mit dem zocken. Ach, die Musik, die finde ich so geil. Ey, kommt hier raus damit. Noch 10.000, ob ich die zusammenkratzen kann. Zwei, vier, sechs, acht. 8.000 kriege ich zusammen, aber. Ah, schade. Dann halt hier. Wie schaut's aus hier? Da war doch die Excalibur. Da kommt jetzt einfach der Heretic rein. Heretic, du gammelst dich mal nach da. Jetzt kommst da rein. Du kriegst hier das hier. Und jetzt schauen wir mal nach vernünftigen Systemen, ey. Squall wäre nicht schlecht, aber. Für den Anfang reicht das. Aber wie war es nochmal hier? Ja. 25 Punkte natürlich. Shit. Aber hier 15. Box mit Gladiator. Gladiator ist gut. 8.000. Ja. Gladiator hole ich mir jetzt noch. Ein Hammerhead.
Hauptsatz. Schwarzmarkt, Systeme, Gladiator. Da werdet ihr gleich mal die wahre Kampfkraft von solchen extrem starken Maschinen kennenlernen. Weil, oh Gott, wenn die sich nicht mehr vor Raketen fürchten, was dazu habe ich gerade eben eine Polex gekauft, ey. Ich habe einfach null Geld. Naja, Piratenschatz. Ah shit, der hat keine Raketen geladen. Start. Die Piraten sind die Waffe. Ja, die sind. Jetzt müssen wir intelligente Lebensform ausgemacht. Mensch entdeckt. Starte Korrektur. Jetzt haben wir hier die Fähigkeit Raketenabwehr. Bereit. Bereit. Was haben wir hier? Bryce. Das heißt, ich schicke nochmal einen Laserdeppen. Sag mal. Ja. Wir warten auf Anweisungen. So, Andockmanöver abgeschlossen. Schön andocken. Und der